Was tut man nicht alles? Hoffe ich, dass die Quest echt kurz ist. Da vorne? Nee. Oh, hier. Doch das hier ist der. Und dann da rein. Hätten wir alles einfacher haben können. Warum bin ich nie nochmal zu der Brücke zurück? Was hat mich denn damals dran gehindert? Was kann ich für euch jetzt tun? Beenden. Hört meine Worte. Ampel der Clown. Annehmen. So. Jetzt kann ich die Dinge auch benutzen. Jetzt will ich es mal. Jetzt will ich es wissen. Wo ist Elm vom Bruchteil da? Moin, Dufte. Wie geht's? Alles gut bei dir? Also wir kriegen auf jeden Fall noch den nächsten. Juhu, wir sind Freunde der Elben. So, jetzt mal gucken. Etwas müde, aber das Spiel gestern war ein echter Krimi. Ah, hast du auch Super Bowl geguckt? Ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen, die es nicht geguckt hat. Aber wie gesagt, mein Interesse ist da auch nicht ganz so riesig. Oh Gott. Alter. Du siehst ja einfach nur Ruf, 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 Ruf. Alter. »23 habe ich noch. Okay, wir kriegen das Ding zwar nicht voll, aber... Ne? Etwas. Etwas fühlt es sich. Hier schummelt keiner. Das ist vom Spiel vorgegeben. Nein, wusste ich nicht. Danke, Salurion. Ja, noch okay wahrscheinlich, ne? Jetzt nur. Ah ja, okay. Nein! Nicht Windows. Das schon die Finger, ja. Danke! Ich wusste echt nicht, dass das geht. Das ist ja wie Zauberei. Okay. So. Und dafür brauche ich dann das letzte, ne? Die letzte Quest rein. Wie viel geben die dann? Die geben 708, du Grüne. Aber streichelt jetzt die Maus. Die Maus wird genug gestreichelt. Die Maus soll sich nicht so anstellen. Und. Getrollen. Okay. Okay, das ist ja nur verfügbar. Da habe ich nichts abzugeben. Das ist schon mal gut. Ein Hinweis für ein paar verbleibte Zwerge. Diesen Weg Richtung.
Du verbrauchst auch nur so viel, wie du brauchst. Wenn du zum Beispiel noch 1000 Ruf brauchst, 50 Gegenstände mit 700 Ruf hast, nutzt das alte Ding, wenn du zwei Gegenstände verwendet. Ah, okay. Ja, das ist sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Ja, wusste ich echt nicht, dass das geht. Ganz ehrlich, den ganzen Schwamm. Lass mich da auch erstmal drin. Ich bete, dass jetzt diese Quest 3 schnell geht. Da hoch? Feindlich. Ach, komm. Okay. Wenn nicht. Dafür nehme ich die hier aber mit. Kadaver. Der arme Kyler. Scheiß auf die Zwerge, armer Kyler. Okay. Keine weiteren Hinweise. Der hatte Tollwut. Trotzdem, armer Kyler. Ich würde wahrscheinlich noch eine tollwütige Hund streicheln. Scheiß drauf, ob er Tollwut hat. Nein, will ich nicht, aber mir tun die Tiere trotzdem leid. Auch wenn sie so tot am Boden liegen. Wenn jetzt so ein Zwerg sterben. Nein, Zwerge sind auch cool. Zwerge sind auch echt cool. Die Stalker war immer nur Mecker, immer nur. Ach Quatsch. Ach Quatsch, das ist doch kein Meckern. Das ist freundlich darauf hinweisen, worauf andere nicht kommen. So nenne ich das. Armer Kaya. Würde passen, aber Kaya spielt ja auch einen Elben. Also, naja. Ne? Wusste nur nicht, was Kaya damit zu tun hat. Ja, ne? Kaya hat viel mit der Sache zu tun. Kaya dient eigentlich dem Bösen. Was passiert eigentlich mit dem ganzen Kylerfleisch hier? Am kleinen Kyler. Werde ich mich langsam aus dem Gebiet? Ja, yep, tue ich. Ah ne, wir haben es gefunden. Ah, sehr schön. Das ist nur besser. Kann ich da jetzt einmal rüberfliegen? Wahrscheinlich nicht. Ich mag solche Bäume. Die Bäume. Können wir wieder Herbst haben? Ich mag die Laubfärbung. Also, noch nicht mal Frühling, noch nicht mal Winter, aber ich will wieder Herbst haben. Es wird der Natur überlassen, die Ameisen müssen auch von was leben. Schauen wir, wie schnell sie die leicht entsorgen. Stimmt. Stimmt, es gibt ja auch noch Ameisen. Was benötigt ihr? Nichts. Nein, ich will diese Questreihe schnell beenden. Ich möchte im Nebelgebirge weitermachen. Das Ding hier hält gerade nur auf. Ärger bei der letzten Brücke. Wie viel fehlt da noch?
Dann kommen gestohlene Steine, die wahre Diebe. Und dann kommt Kundschafter in der Brunnenschlucht. Also nach der Quest noch 3. Okay. Was tut man nicht alles für den Ruf? Ja, ich bin rufgeil. So. Ich will nur wissen, was man sich denn kaufen kann, wenn man da auch den höchsten Rang hat. Ich möchte es doch nur wissen. Wenn es Ameisen gibt, gibt es dann auch B- und C-Meisen. Halber, der ist so alt. Der ist so alt. Ruf mich an. Nein, 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 einfach nein. Einfach nein. Damit fangen wir gar nicht erst an. Gott, geht schon wieder in eine ganz seltsame Richtung. Was benötigt ihr? So. Wo jetzt hin? Letzte Brücke, okay. Umgebung durchsuchen. Das ist witzig. Links, rechts, Quadrat, Mitte. Der ist so alt, der hat in diesen Bergen noch keine Werte. So eine Zeit gab's. Durch die Straße und Träumen gehen Westen fühlt die leeren Länder. Also soll ich einmal über die Brücke wahrscheinlich. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Sieben, sechs, sieben, sechs, komm, spiel mit mir. Oh mein Gott. Nichts. Frage ist jetzt, wie groß ist die Umgebung? Ist auch nichts. Also es muss schon da hinten sein. Wir sind in unmittelbarer Umgebung der jetzt Runde für Mr. Zwerg abzusuchen. Oder könnte was im Wasser sein. Das ist ein Ast. Ja. Okay. Was kann ich für euch tun? Metalltor Eisenfaust. Und es ist wieder nach da hinten. Na, geht doch voran. Und wir haben mal ein bisschen Abwechslung vom Nebelgebirge. Ich glaube, hätte ich das auf den nächsten Stream verschoben, hätte ich das halt wieder vergessen. Dass wir das noch machen müssen. So, dann haben wir hier runter wieder. Haben wir wieder die Beine gebrochen. Dass meine Tiere noch nicht weggelaufen sind. Wie ich mit ihnen umspringe. Das ist unglaublich. Vielleicht haben sie auch Angst, dass sie sonst kein Futter mehr kriegen. Ja. Ist es denn zu viel verlangt, dass ihr mir zuhört? Ja. Zuhören? Was ist das? Kann man das essen?
Oh, so. Also, Arme nach da hinten hin. Wer rüber? Das arme Pferd. Ach komm. Welches Pferd kommt da bitte nicht hoch? Selbst Plötze kriegt sowas hin. Versucht das Unmögliche. Ah. Okay, hat nicht ganz geklappt. Schade. Ah ja. Gut. Ach komm! Plötzlich ist aber Low Level. Nee, plötzlich fällt einfach immer nur vom Himmel. Oh, er kippt um. Wie verbuggt plötzlich einfach mal ist, ey. Der steht im Wasser und kommt nicht mehr raus. War kalt unter einer Brücke. Bei Durins Bart. Wer kommt? Die kommen, okay. Hallo? Sie sehen nicht mal einen Grund, mich anzugreifen. Ach, noch mehr. Und der Big Boss. Ein Warzenrücken. Ja, das stimmt. Also das, da stimme ich zu. Das ist ein Warzenrücken, ja. Das ist eine Beleidigung. Wieso? Es ist doch ein Warzenrücken. So. Jetzt habe ich die Quest beendet. Jetzt ist die Frage. Als nächstes würde dann der wahre Dieb kommen. Aber wo finden wir den wahren Dieb? Dieb. Da! Der wahre Dieb. Hier. Okay. Vergesst, dass ich gefragt habe. Na egal. Ach, es wäre irgendwie schön, wenn man sich so einen Drachen zähmen könnte und dann einfach fliegen könnte. Aber leider sind Drachen ja meistens die Bösen. Gibt es überhaupt ein... Nee, gute Drachen in Lothro gibt es gar nicht, oder? Allgemein im Herr der Ringe, oder? Oder gab es auch gute Drachen? Weiß ich jetzt gar nicht. Also Smaug war nicht gut. So, und die Öhrchen kann ich jetzt abmachen. Das wäre doch was. Wenn dass man sich die Adler nicht zähmen kann, ist irgendwo logisch. Das wäre etwas erniedrigend für die kleinen Viecher. Oder was heißt klein? Ne, das ist ja erstmal so ein Adlerschwarm. So einen kleinen Mini-Drachen? Wäre doch schön. Kann man die Welt von oben sehen.
Eine Indigo-Pflanze. Nee, ich brauche ich nicht. Ich bin schon wieder voll. Kommt man auf den Berg darum, glaube ich. Nein, das ist der falsche Weg. Ich brauche ich. Dann hoffen wir mal, dass wir das schnell kriegen. Darin gebogen. Okay, wir haben die gestohlenen Steine gefunden. Und können wieder zurück. Das nehmen wir mit. Stimmt, ums Handwerk sollte ich mich vielleicht auch mal wieder kümmern bei Zeiten. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich denn irgendwann mal wieder nach Bre komme. Müsste ich sowieso mal hin. Und oder muss ich hoch? Bin ich gerade tatsächlich mal verwirrt. Ah, okay, das ist die Stelle. Und da hoch. Und aber darum. Reichhaltige Platinader. Nehmen wir auch einmal mit. Das dann nehmen wir auch mit. Ich will wieder ins Nebelgebirge. Also gute Drachen scheint es nicht zu geben, da alle Drachen gezüchtet wurden von Morgoth. Ah, ich hab's befürchtet. Aber es wäre so schön. So ein netter Drache. Das wäre doch was. Ja, eigentlich ist es egal, was ich nehme. So. Ich habe aber auch nicht genug Platz. Darf ich euch helfen? Mhm. Dürfen Sie? Und das einmal weg. Das endlich mal weg. Ja, das will ich auch noch behalten. Komm, das hauen wir jetzt einfach auch mal weg. Das sowieso. Den Rest muss ich noch behalten.
It's Crap, hallöchen. Gibt's überhaupt noch eine Playbase bei Lootroom? Mit dem Game aufgewachsen. Also eigentlich ist Lotro echt noch gut besucht tatsächlich. Nicht unbedingt in den Anfangsgebieten, wo ich jetzt hier gerade rumtigere. Aber ich sehe tatsächlich noch recht viele, die das spielen. Dies ist eine Beleidigung. Und es kam jetzt, ich weiß gar nicht, letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr kam neues Addon raus. Gundabad war es, meine ich. Gundabad kam letztes Jahr raus. So weit sind wir aber noch lange nicht. Das braucht noch ein bisschen, bis wir da irgendwann mal angekommen sind. Weil ich habe es vor Jahren, ich glaube kurz nachdem es kostenlos wurde, habe ich es, glaube ich, das allererste Mal gespielt. Und dann habe ich jahrelang aufgehört. Dann habe ich letztes Jahr wieder angefangen. Ah, im November kam es raus, okay. Ja, ich wusste nicht mehr, irgendwann Oktober, November. Wie gesagt, ich habe bis Mordor habe ich alles. Den Rest muss ich mir dann noch... Muss ich mir dann noch holen. Ich kenne nur den Smaugdrachen, der als Zielwerk in Teil 1 zu tauschen ist. Echt? Das ist ja cool. Ich habe Lotro seit dem Start gezockt. Gibt es noch Raids? Ob es noch Raids gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, für den aktuellen Content glaube ich ja. Aber ich habe in Lotro, glaube ich, bisher noch nicht ein Raid tatsächlich mitgemacht. Weil wir größtenteils gerade auf Story gehen. Raids und sowas würde ich halt erst machen, wenn ich für mich im Endcontent bin und dann mache. Aber ich meine, müsste es ja eigentlich noch geben. So, eben so ein Drachen an der Drachenschnur. Ja, das ist ja egal. Dann habe ich trotzdem meinen Drachen. Das passt. Drache ist Drache, auch wenn es kein richtiger Drache ist. Aber ich finde Drachen toll. Vor allem eigentlich in dem Herr der Ringe-Universum. Aber es gibt halt keine guten. Und das finde ich schade. Finde ich echt schade, dass es keine guten Drachen gibt. Aber gut, Drachen können halt auch nicht immer gut sein, ne? Drachen sind immer super. Ja, Drachen sind... Och, ich liebe Drachen. So, ich hatte den Auftrag jetzt hatte ich abgegeben. Jetzt. Welche brauchte ich denn jetzt noch? Den Warendieb. Kundschafter in den Bruinschluchten. Barachen. Barachen. Ach, hier. Wurde mir nur nicht angezeigt, weil es grau ist. Okay. Passt. Kennt ihr auch einen Drachen, der an der Schnur hängt? Okay. Aber auch dir einen wunderschönen guten Tag, stiller Zuschauer. Das wäre ein Fantasy-Universum ohne Drachen. Ein Mittelalterspiel, ja. Ein stinknormales Mittelalterspiel. Wie Medieval Dynasty. Da gibt es, glaube ich, auch keine Drachen. Medieval Dynasty ist ja wirklich. Ja. Ja, doch, Mittelalter kann man sagen, ne? Also, ja. Gut, ist aber auch kein Fantasy-Spiel. Muss man dazu sagen. Medieval Dynasty ist ja einfach nur so ein Aufbau. Open World. Rollenspiel. Gedöns. Sprich mit Narlin. Narlin geht's nach da. Und tschüss. Es tut halt immer weh, wenn er runterfällt. Sie. Ist das eine Sie? Aber immer dieses Knack. Oh, ich fühle halt. Ich fühle es so mit. Ins Arme, da runterfällt, ey.
Wobei, seit ich einmal von der Wetterspitze gefallen bin und dann direkt gestorben bin, passe ich tatsächlich auf, wo ich runterspringe. Finde ich ja weniger witzig, dann die Wege dahin zu eiern. Ja, jetzt noch. Numpet. Jetzt läuft das Tier von allein. Ah, jetzt sind wir wieder normal schnell. Sehr schön. Wieso kurz vor der 46? Oh, ein anderer Spieler. Geradin, hallöchen. Nein, nicht umdrehen. Oh Gott. Falsche Maustaste benutzt. Ach, das ist bei dem Lager, wo wir dem einem Lux begegnet sind. Der jetzt offen da hinterher dackelt. So, nach der Quest sollten wir ja jetzt eigentlich die anderen Steinchen da verwenden können. Für den Ruf. Und dann kann ich mich wieder zurück ins Nebelgebirge verpieseln. Was benötigt ihr? Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Geht das jetzt? Ja, es geht. 91 Steine haben wir davon. Achso, warte mal. Alter, ohne Scheiß, es hat echt gereicht. Okay, wir haben die nächste Stufe bei den Elben. Okay. Gut. Kein Kommentar. Kann ich irgendwas mit den Steinen, die ich nicht mehr brauche, noch anstellen, oder? Kann ich die einfach verkaufen? Weiß das einer von euch? Die jetzt einfach verkaufen kann? Wenn nicht, dass ich die vielleicht später doch noch für irgendwas brauche und dann mir denke, hätte ich mal. Ich gehe mal von Nein aus. Machen wir erstmal was zu essen. Mach das, Hybrid. Was gibt's Schönes? Was gibt's bei dir? Das benutze ich auch einfach mal. Drei pro forma hier. Ja. Kann gar nicht aber auch verkauft werden. Okay. Gut. Ich gehe mal von aus, dadurch, dass ich die im Nebelgebirge bekommen habe, kriege ich da sowieso noch mehr von. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Ich brauch den Laden. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Ja. Kaufen. Und das kann ich ja mal verkaufen. Jetzt brauche ich nicht. Und nicht. Sehr schön. Nein, es dauert noch ein paar Sekunden. 13 Minuten Abklingzeit noch. Damn it. Okay. Dann laufen wir. Oder? Dann wird zumindest ein Bruch da. Einfach geht's. Während ihr fort wart, konnte ich die Vase teilweise wieder zusammensetzen. Sie ist sogar unvollständig eine wahre Schönheit. Ich frage mich, wer sie wohl erschaffen haben könnte und warum sie in Scherben im Schnee der Berge lag. Wie ich sehe, habt ihr mir noch mehr riesige Fragmente mitgebracht. Lasst mich sehen, ob einige davon zu dieser Vase gehören. Bleibt noch einen Moment. Vielleicht tun sie das und ich habe ein Level up. Juhu, ist 46. Wir können uns sehr glücklich schätzen, denn einige dieser Fragmente wären in der Tat
einst Teil dieser Vase. Ich habe sie so gut wie möglich wiederhergestellt und auch ihre einzige Schönheit hat sie zum Teil wiedergewonnen. Ich habe noch eine Aufgabe für euch. Über einen Bruchteil gibt es Tische, auf denen Kunstwerke oder Artefakte manchmal platziert werden, um zum Nachdenken anzuregen. Stellt die Vase auf einen Tisch in Glorenglies Nähe. Dort wird sie erkennen, dass sie aus den Fragmenten besteht, die ihr zuvor für sie beschafft habt, so werde ich sie weiter als Gelehrte ausbilden und ihr gestatten, einige der wertvolleren Artefakte zu studieren, die hier in Imladris aufbewahrt werden. Erkennt sie die Vase nicht, so war dies meine letzte Lektion für sie. Stellt die Vase auf den Tisch, beobachtet ihre Reaktion und kehrt zu mir zurück. Dann reden wir weiter. Okay. Miau. Achso, ja. Ja, mit Elrond will ich halt noch nicht sprechen. Das ist halt das Vorwort für das andere Gedöns da. Auf der Insel am Ostufer. Ganz ehrlich. Nee, warte, das war... Ach, das führt uns dann nach hier hinten, ne? Ja, wir lassen es doch noch drin. Lass uns doch drin. Hier. Epos Band 2, das will ich noch nicht mit reinnehmen. Weil ich will erstmal Epos Band 1 fertig kriegen, bevor wir uns an den Epos Band 2 ransetzen. Autsch. Was anderes ist aber nicht mehr in... Auch mit dem Lager. Jäger. Ach ja, na, die Wände müssen wir ja so oder so. Eiche im Breland müssten wir auch nochmal hin. Nach Archit würde ich dann... gegen Ende wahrscheinlich machen. Nur nicht direkt nach Archit gehen, aber so, dass wir dann in Bree landen. Kann ich da nämlich auch Feier machen. Deshalb habe ich das hier trotzdem drin. Nee. Ach, wir müssen noch mal wegen was anderem mit ihm reden. Okay. Lager. Was ist das mit der Vase? So. Ich werde auf jeden Fall gleich einmal eine ganz kurze Pause machen, weil meine bessere Hälfte hat mir gerade einmal den Zettel, also beziehungsweise die Seite geschickt, wo wir uns dann gleich was für heute Abend zum Essen aussuchen. Weil wir nämlich Chinesisch bestellen wollen. Und da er dann kurz bevor er Feierabend macht, da halt schon mal anruft und sagt, ey, ne, hier, Hunger, macht mal. Möchte ich dann schon mal aussuchen, was ich essen möchte. Und das kann, wenn es um Chinesisch geht, etwas dauern. Also nicht weglaufen. Geht dann auf jeden Fall weiter. Zumindest so eine Stunde auf jeden Fall noch. Aber nur damit ich erstmal
man weiß, was wir heute essen. Aber das hier machen wir noch nicht. Sitzt du mit Erdnusssauce? Ja, ich weiß es noch nicht. Ich glaube, bei mir wird es auf jeden Fall als Vorspeise die Wantan-Suppe. Sicher bin ich mir aber noch nicht. Beim anderen, ja, muss ich gucken. Aber meistens nehme ich entweder normale Wantans oder eine Wantan-Suppe. Vorweg. Beim Rest muss ich halt immer gucken. Weil wir haben da noch nie bestellt. Liegt aber halt auch daran, dass für mich alleine, weil frisches mag halt eigentlich kein Chinesisch, ist das eigentlich immer nur für mich. Deswegen, für mich alleine lohnt es sich da nie zu bestellen. Mindestbestellwert liegt bei 40 Euro. Und ohne Scheiß, wenn ich mir was für 40 Euro bestelle, da habe ich aber 4 Tage was von. Und ich das kriege ich halt niemals aufgegessen. Für 4 Tage Essen. Niemals. Tomka-Suppe ist die beste. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Sag doch meinen Vorschlag mit Anlauf in den Wind. Wollt ihr nur helfen? Ich weiß doch gar nicht, was das ist. Also wenn ich nach Erdnusssoße gehe, dann mag ich es auf jeden Fall. Aber was ist da noch mit bei? Das Problem ist, ich kann mir bei Chinesisch leider nicht mal selber helfen, weil ich halt eigentlich gefühlt alles mag, außer etwas, was mit Fisch ist. Also Fisch esse ich ja sowieso überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht. Ah Mann! Dann ist das aber auch nur eine halbe Hilfe, weißt du? Ja, aber wobei, okay, ich könnte wirklich mal gucken, ob sie was mit so einer Soße haben. Weil der alte Chinese bei uns hatte tatsächlich was. Das war richtig lecker. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Oder halt Shops 4 finde ich halt auch mega lecker. Die meisten machen das nur so übel scharf. Oder ich das dann schon wieder nicht mehr mag. Es überrascht mich nicht, dass Glorenglier die Vase nicht erkannt hat. Obwohl sie sogar an ihrer Restaurierung beteiligt war. Ich danke euch für eure Hilfe und hoffe, dass ich euch Glorenglils Lektion einprägen wird. Seid nicht so versessen auf euer Vorankommen, dass ihr versäumt, den Augenblick zu erleben. Im Leben wie bei allen anderen Dingen. Okay. Bei einer unserer Runden hat einer immer wie 20 Pizza bestellt. Dann hat einer mit Spielern ausgewürfelt, welche Pizza er bekommt. Okay. Jo. Klingt nett. Ich habe von einem... Oder bei einem Streamer habe ich halt auch mal gesehen, dass dann tatsächlich der Chat entscheiden durfte, was gegessen wird. Das war aber so eine... Ich weiß nicht, ob es eine Pizza war oder ob es irgendwas anderes mit Teig gewesen ist. Ich weiß nur, dass die Person das halt sowas von ekelhaft fand. Naja, ich glaube, das war das letzte Mal, dass er den Chat hat entscheiden lassen, was gegessen wird. Also bei Pizza würde ich es wahrscheinlich sogar machen, aber halt nur mit einer Vorauswahl wahrscheinlich. Weil ansonsten kommt da irgendwas mit Pepperoni raus und das mag ich ja zum Beispiel überhaupt nicht. Zum nächsten 24-Hard-Stream machen wir das. Können wir gern machen. Aber dann halt wirklich nur Pizza und wir wählen aus der ganzen Liste aus. Da kommen 4 in die engere Auswahl und aus den 4 wird dann entschieden. Darf, wie gesagt, nur nichts mit Pepperoni sein. Die vertrage ich halt überhaupt nicht. Nein, ich muss zu Elrond. Oder Fisch. Fisch darf auch nicht mit drauf sein. Außer Thunfisch. Thunfisch ist auch in Ordnung. Thunfisch geht. Also die Mitspielerin wusste schon, was nicht drauf sein sollte. Er hat die ausgeschossen. Aber der Mitspieler hat sich immer gefreut, was er denn heute bekommt. Ja gut. Also es ist halt schon cool, ne? Es ist halt schon cool. Also bei Chinesisch mag ich es nicht, aber bei Pizza würde ich es halt wahrscheinlich auch machen. Würde ich es dann... Würde ich auch vielleicht entscheiden lassen. Mal gucken. Finstere Tage werden kommen.
Bei so einem 24H-Stream? Ja, doch. Wäre machbar. Vielleicht mache ich auch einfach mal einen, wenn Frisches mal nicht da ist. Der PC, ja, Volumen mit Lachs. Mir das Wurstchen okay wird bestellt. Ey, die würde ich niemals essen. Niemals. Allein bei Meeresfrüchten dreht sich mir der Magen um. Ich finde das abgrundtief ekelhaft. Ich glaube, nee. Wie gesagt, Pepperoni würde ich mir zwar gefallen lassen, vertrage ich aber nicht. Und ich mag es halt auch nicht so scharf tatsächlich, aber Fisch, ey, da dreht sich mir alles um. Nun Fisch. Okay, aber alles andere, ich finde das so ekelhaft. Ich finde halt auch die Konsistenz so richtig ekelhaft. Und bei Krabben zum Beispiel, wenn sie dann noch so am Schwabbeln sind und nee, das zieht sich alles zusammen. Ihr seid wieder zurück und eure Meldung ist wie erwartet, denn ich habe eure Abwesenheit einige meiner eigenen Kundschafter ausgeschickt. Mit diesem Wissen gewappnet können wir nun nicht mit unserer Verteidigung, sondern auch unseren Angriff planen. Das Böse, das sich hinter den Mauern von Helegroth verbirgt, muss hinweggefegt werden. Ihr müsst Elben wie Zwerge bei dieser Aufgabe helfen. Juhu, machen wir. Dann sind sie nicht richtig gemacht. Das kann sein, aber wie gesagt, auch wenn Frisches sich da seine Scampis in der Pfanne brät, ich glaube vor 2 Wochen war das. Da habe ich nochmal einen Versuch gewagt, mich an so ein Scampi ranzutrauen. Ich gesagt habe, gut, okay, vielleicht mag ich sie ja mittlerweile. Hat er mir da so ein Stück abgeschnitten. Das Zeug wurde immer mehr im Mund. Das ist so ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Also, wem schmeckt? Okay. Dafür bin ich zum Beispiel jemand, ich esse gerne Pizza Hawaii. Was viele nicht mögen. Aber ich liebe zum Beispiel Pizza Hawaii. Da dreht sich bei vielen auch der Magen um. Da bin ich dann wieder komisch. Da geht's los. Jetzt hab ich was in Gang gebracht. Kann man nur so ekelhaft sein. Ich hab dich auch lieb, Hybrid. Ich hab dich auch lieb. Nee, zum Beispiel Pizza Ananas finde ich halt richtig lecker. Okay, das ist halt immer noch das Vorwort. Und da geht das andere Vorwort weiter. Okay. Dann machen wir die beiden nicht. So. Aber wie gesagt, ich werde jetzt einmal gleich ganz kurz gucken, was ich bestelle. Essen kann ich sie, aber ich finde Pizza Hawaii masochistisch. Ein bisschen. Aber ich finde, die Pizza Hawaii muss halt richtig gemacht sein. Sie darf nicht vor Saft triefen. Sie darf aber auch nicht staubtrocken sein. Also es muss wirklich die perfekte Pizza Hawaii sein. Ich bin auch schon mal drauf reingefallen. Oder auch, dass der Schinken zum Beispiel nicht richtig war. Oder dass die Ananas holzig war. Auch nicht schön. Ja, dann speichert die anders als der Rest der Pizza. Also, wie gesagt, es gibt gute Pizza Hawaii, es gibt auch schlechte. Aber dann meckern, dass man McFlurry mit Pommes isst. Ey, da habe ich nie gemeckert. Hybrid, da habe ich nie gemeckert. McFlurry mit Pommes esse ich selber. McFlurry mit Pommes esse ich selber, das war ich nicht. Das war jemand anders aus dem Chat, der das nicht mochte. Da habe ich gesagt, das esse ich. Das finde ich richtig geil. McFlurry mit Pommes. Das ist lecker. Also, ne? Das kann ich nicht gewesen sein. Da weiß ich hundertprozentig, das esse ich. Weil gerade das Süße und das Salzige, das ist so mega. So. Was so einer der wenigen, der das geil findet. Ja. Also ich mochte es auf jeden Fall. Weil das habe ich mit Frisches früher immer gegessen. Wenn wir dann mal zu Mc's oder so gefahren sind. Und dann hatten wir McFlurry. Dann hatte ich da immer noch Pommes, Nuggets und dann halt einen Burger. Und ich habe halt immer Pommes und McFlurry gegessen. Immer. Also ich liebe es wirklich abgöttisch. Ich würde es auch am liebsten gerne jetzt sofort wieder essen. Aber erstmal chinesisch. Also wieder chinesisch.